Ja. Nein, Boris Becker wäre nicht der Unberührbar, der er ist, wenn er sagt, ich baue diese veränderte Situation ein in meine neuen Werbespots, die er jetzt dreht für AOL. Und wir bedanken uns bei AOL, der fantastischen, was ist das für eine Firma? Das ist Internet-Erfolgskonzern, genau. Dass sie uns erlaubt hat, die Dreharbeiten zu diesen neuen Spots, die viele schon jetzt für die besten halten, die jemals überhaupt hergestellt wurden, zu beobachten. Endlich ist es geschehen. Unsere Gebete wurden erhört. Die heißeste Offenbarung seit den 10 Geboten steht uns bevor. Moses Becker dreht neue AOL-Spots. Der souveräne Hobbydenker verarbeitet seine Scheidungschose und den ganzen Samenkladderadatsch in einer pfiffigen Kampagne. Wir von der Harald Schmidt Show haben für Sie vom Publikum exklusiv die Dreharbeiten besucht. Wir wären dann soweit, Herr Becker, ja? Okidoki, ich trinke nur eben meinen Wodka aus. Prima. Kamera ab. Läuft! Und bitte. Die neue E-Mail-Adresse von Babs, sie vermisst mich. Naja, ich bin der wichtigste Mensch, der eine Frau begegnen kann, ne? Da wird jede hörig, ne? Und Mama, von mir kommt keine los. Schön, machen wir gleich nochmal, Herr Becker, ja? Okay, ich brauche nur einen kleinen Schluck. Ja. Und ich glaube, steht nichts von Mama, ja. Bin soweit. Kamera ab. Neue Mail von E-Babs interessiert mich ein Scheiß. Meine Mutter hat mich immer gewarnt vor dummen, gierigen Frauen. Dumm und gierig bist du selbst, hat sie gesagt, ja. Aber super, Herr Becker, aber wir unterbrechen mal kurz. Das war noch nicht so. Ich hätte gern noch Wodka, ja? Und bitte. Warum wollt die Perle in der Wäschekammer nicht schlucken? Herr Becker, das ist doch scheiße. Komisch, die Weiber, ne? Müssen immer so zicken. Dabei schmeckt meins bestimmt prima. Oder ein bisschen süß-sauer, ne? Muss ich echt noch probieren. Vielen Dank, Herr Becker. Machen wir mal hier Schluss besser, ja? Nee, auf keinen Fall. Die Menschen haben ein Recht, auf die Wahrheit zu erfahren, ne?